Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Fitzbees Infinity Wolf Skyblock Expert Mode zusammen mit der stillen, lieben Blue Jenny. Ich habe mal so ein bisschen geguckt und mir gefällt es nicht, dass die Yo-Yo Meta Produktion einfach viel zu langsam ist. Dementsprechend, also ich habe auch nochmal im Singleplayer ausprobiert, wenn wir hier 12 Solarpanel, was halt eigentlich mein Plan war, dran packen, dann ist es immer noch nicht wirklich viel schneller, weil er wahrscheinlich dann an sein Limit rankommt. Dementsprechend habe ich mir überlegt, ich werde eine bisschen größere Anlage bauen mit Recyclern und dann halt Scrapboxen, werde die ins ME-System importieren. Beziehungsweise andersrum halt in einen Drawer. Mit dann, ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich ein Void-Upgrade mache oder was ich mache. Eigentlich kann ich ein Void-Upgrade machen, dann laufen die halt dauerhaft. Und dann werde ich hier bei dem Mass Fabricator jeweils von unten dann einmal mit einem Item-Conduit die Scrapboxen reinpumpen und mit einem Fluid-Conduit dann das Yo-Yo-Meta rauspumpen, damit die Sachen deutlich schneller sind. Und dann werden das ein paar Mass-Fabricator, die jeweils 5 Solarpanel bekommen. Und wie viele, muss ich nochmal gucken. Ja, genau. Und da baut Jenny jetzt quasi die Plattform für. Und ich muss ein paar Crafting-Rezepte einspeichern, da ich keinen Bock habe, das alles per Hand zu craften. Denn wir brauchen nämlich Recycler als Crafting-Rezept. Okay, da haben wir absolut gar nichts von. Haben wir schon das als Auto-Crafting? Basic Machine Case, ja. Also irgendwie ruckelt das im ME-System heute gewaltig wieder. Vielleicht hätte ich den Server kurz mal neu starten sollen. Dann so. Haben wir das... mal ernsthaft, was ruckelt denn das im ME-System so? Okay, da müssen wir definitiv mal gucken, dass wir das vielleicht mal besser machen. Vielleicht ist es mittlerweile auch einfach zu groß. Das kann vielleicht auch sein. Ich hoffe es nicht, dass das der Fall ist, aber mit Pech ist das der Fall. Hallo? Also, jetzt geht's aber richtig ab. Dann brauchen wir die Glasfaserkabel. Oder Glasfiberkabel heißt es ja. So, Glas. Jetzt mal ernsthaft, ich klicke drauf und nichts passiert. Also das ME-System ist gerade ziemlich am Humoren. Gut, vielleicht ist auch der Server einfach auf Anschlag. Das kann vielleicht auch sein. Das haben wir wahrscheinlich auch noch nicht. So, wer ist das? Energium. Ah doch, das haben wir sogar schon als Auto-Crafting. Dann fehlen uns jetzt noch die MFSU. Davon brauchen wir natürlich auch noch ein paar. Lepatron, haben wir die schon? Ja, die haben wir schon als Auto-Crafting. Advanced Machine. Advanced. Haben wir auch schon. Dann die MFE haben wir definitiv noch nicht. Und Goldkabel so auch noch nicht. Also, einer von denen ergibt 4 von denen. Das muss natürlich in eine andere Maschine rein. Einer von denen mit... Das haben wir auch schon als Rubber Cable. Ergibt das Ding. Dann. Boah, jetzt mal ernsthaft. Das ME-System geht gerade ganz schön in die Knie. Shit. Apropos in die Knie gehen. Wir können ja noch ein Solarpanel mehr bauen. So, ich habe auch einen ganzen Haufen Advanced Alloy vorbereitet, also sollte es eigentlich recht schnell gehen. Ja. Zack und fertig. Noch eins können wir leider nicht bauen, weil uns da jetzt wieder, ja, Radium fehlt. Gut, dann haben wir das und ich habe natürlich intelligenterweise vergessen, das rauszuziehen. Jetzt, das nervt gerade echt ziemlich. So, Advanced Machine Casing. Start. Zack. Dann die paar Dinger. Und blub, fertig. Dann einmal. So, also entweder funktioniert meine Maus nicht mehr oder das ME-System ist mittlerweile ein bisschen am Humoren, nenne ich es mal.
So, und irgendwer hat mich hier abgeschossen. Ach, ja, gut. Da hinten. Jenny wird abgeschossen. Nicht so wichtig. Hihi. Hau mich nicht. Du hättest übrigens auch die Bienen noch einmal wieder reinpacken können. Nur so nebenbei. Okay, dann nicht. Gut. Das heißt, da sind 5 MFSUs. Das heißt, wir brauchen nochmal, ich mache einfach mal 20 Stück. Stimmt, Goldkabel habe ich noch nicht eingestellt. Da drin. Oder? Extrude. Ah. Falsche Maschine. Das ist die richtige. Das heißt, MFSU. 20 Stück, sollte relativ schnell gehen. Dann brauche ich. Warte, wir haben 30 Stück gesagt, das heißt 120 Recycler. Okay, das dauert doch ein bisschen länger. Pulverized Coal, warum geht das nicht voran? Fertig. Ja, gut, Umrandung, ausleuchten. Davon schon mal was gehört? So. Dann hier noch. Ach, da willst du denn ja. Ah, nee. Da kommen ja noch nicht die Teile rauf. So. Bist du sicher, dass du dich nicht verrechnet hast? Oder verzählt? Das sind 20 jetzt. Du hast das Ding deutlich größer gemacht, oder? Ja, was denn? Ja. Also es sollte eigentlich dann Innenraum quasi 15 mal 15 sein. Damit ich das vernünftig abzählen kann. So, dann brauche ich aber auch noch Glasfaserkabel. Ja, kann ich ja nicht 1000 Stück machen. Schaden tut's nicht. Gut, das läuft noch. Die Recycler laufen auch noch. Boah, das kostet ja alles echt ganz schön Material. Shit. Okay. Stored 4, 3. Dann sind die auch gleich fertig. Ich frage mich ehrlich gesagt, auf was die Lapatron Crystals warten. Ach nee, die sind fertig. Ach, wir warten gerade auf die Carbon Plates. Okay, dann habe ich das schon mal fertig. Dann packe ich den Mass Fabricator auch rein. Nee, so viel brauche ich davon eigentlich nicht. Gut, dann ich brauche Conduits. Item Conduits. Ruhig ein paar mehr. Vielleicht auch ein paar Upgrades. Ich brauche 1000 Overclocker. Mach mal. Wenn es geht, blockierst du jetzt nicht die ganzen anderen Dinger. Okay, vielleicht hätte ich doch nicht 1000 sagen sollen. Dauert vielleicht ein bisschen lange. Gut, der ist gleich durch. Der braucht Eisenplatten und der braucht auch Eisenplatten. Also am liebsten würde ich die Maschine hier eigentlich auch noch ein bisschen schneller machen. Ich bin am überlegen, ob es vielleicht reicht, wenn ich eine Stufe niedrigeres Solarpanel dahin baue. So. Dann mit den Glasfaserkabeln. So. Ja, ihr habt hier eine glatte Mitte. Stelle ich hier nämlich das Solarpanel hin. Dann kommt ihr per Glasfaser jetzt mal ran. Ist nur die Frage, wie. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Maschinen nicht abreiße.
So. Dann kommt ihr hier so hin. Dann brauche ich noch eine MFSU mehr. So. Und eine Store. Ich würde gerne, ohne dass ich... Ha, hat sogar geklappt. Verbraucht das Ding mehr als 512 EU? Ach du Scheiße. Gut, dann mache ich das vielleicht doch ein bisschen anders. So. So. Dann stelle ich hier nämlich auch 5 Stück hin. Dann kommen hier überall noch die bisschen schlechteren Solarzellen hin, wenn ich so viele habe. Oder machen kann, eher gesagt. 4 Stück bitte. Ah, 29 Iridium, das könnten wir sogar noch haben. Wenn die Anlage schon wieder fertig ist, heißt das. 12, Mist. Gut, dann mache ich nur 3 davon. Start. Ah, die sind fertig. Okay, jetzt ist Innenraum 12x12. 15x15, Entschuldigung. 17, Innenraum. Stimmt, ja, ich wollte 17, damit ich 15 aufstellen kann. Entschuldigung, ja, hast recht. So. Jetzt läuft das Ding scheinbar mehr oder weniger konstant. Das ist aber nicht gut. Ach Mann, warum fliege ich immer so blöd lang? Dann werde ich jetzt, glaube ich, mal... Nee, ich packe die 2 da drunter. Und dann packe ich da auch noch eine Konvertierung mit rein. So. Ich habe nicht genug Teil davon. Mal wieder. So. Und so. Zack, zack. Und so. Nee. Den will ich wegnehmen. Kommst du da so ran? Gut. Jetzt solltest du genug Strom haben, genau. Ich möchte es aber gern doch noch ein tiefer machen. Einfach, da ich hier... Ah, noch ein tiefer. Oder? Ja, genau. Weil ich hier natürlich noch mehr von den MFSUs aufstellen will. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Kann es hier wieder nach oben. So, natürlich sind jetzt erstmal nur eine MFSU hier. Oder sind vielleicht schon welche fertig? Ne. Aber ich brauche noch 4 weitere. So. An was hapert's denn? Eisenplatten die ganze Zeit. Okay. Hoffentlich geht der da jetzt nicht zwischen gleich. Ich habe zu viel wieder gestartet gleichzeitig. Ich konnte mal wieder nicht abwarten. Okay. Dann brauchen wir, glaube ich, nur noch ein bisschen Iridium. Ich weiß nicht, wie viel hat noch gefehlt? 920 oder sowas? Oh, nee. Kein Quantum. Advanced. Da fehlen jetzt noch 15. Gut, das schaffen wir jetzt diese Folge nicht mehr. Ich könnte hier vielleicht noch ein paar Overclocker reinpacken. Ah, nee, die sind schon am Limit. MFSU. Ich kriege keine neuen MFSUs mehr, weil...
der auf irgendwas wartet scheinbar. Da wartet MFSU, der macht das Zeug. Rubber Bar 64. Oh, okay, wir machen ein bisschen sehr viel Gummi. Dann würde ich sagen, nächstes Mal, wenn die ganzen Crafting-Sachen hoffentlich durch sind, werden wir hier drüben dann unsere neue Scrap-Produktion aufstellen. Dann wird hoffentlich auch mehr Yuyu-Matter möglich sein, wenn wir mehr Messfabrikate aufstellen, die einfach, ja, vielleicht ineffizienter laufen, wenn man das so sagen kann. Ja, vielleicht stelle ich auch einfach nur die kleinen Solarpanel da erstmal auf, muss ich mal sehen. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.